Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in den letzten Folgen haben wir Booster getestet und ich habe beschlossen, wir tun in dieser Folge was anderes. Ich habe die Minmus Länder V21 ein bisschen modifiziert. Ihr seht, er schaut ein bisschen anders aus. Er hat auch mehr Treibstoff überall mittlerweile drin und ist daher besser geeignet für die weiten Flüge. Was bedeutet, wir lassen das Ding jetzt fliegen in 2, 3, 2, 1, Liftoff. Ihr merkt schon, der Knall ist ziemlich laut. Das Ding hat viel Wucht unterm Arsch diesmal. Ziemlich auffällig, wie stark das Ding ist. Es hat extrem Kraft. Wenn wir jetzt allein gucken, hat es 2,5 SGV. Was natürlich brutal ist. Was es aber natürlich noch gefährlicher macht, das Ding zu fliegen. Weil jede zu harte Wendung kann dazu führen, dass die Rakete flippt. Ja, genau das, was nicht passieren soll am Ende. Wir sollen ja am Ende relativ gut in Orbit kommen und dafür sollte die Rakete einigermaßen gut vorbereitet sein. Gleich haben wir die 45 Grad erreicht. Das ist schon auf 5000 Metern, aber ist ja auch wurscht. So. Jetzt tun wir reduzieren auf die Hälfte. Wir haben immer noch extrem viel Kraft. Wir sind schon bei 10 Kilometer mehr, wie wir aktuell auf dem Konto haben, und das steigt nur weiter. Ich habe schon reduziert. Wahnsinn, wie schnell das steigt. Das ist brutal. Also, wir gehen noch flacher sogar. Ich will schauen, ob wir auf die 35 kommen. Vorsichtig und langsam. Bin zufrieden. Okay. Das schaut aber sehr, sehr gut aus eigentlich. Wir haben 2,7 aktuell. Ja, wir haben jetzt schon die Hitzeerscheinungen, die Hitzewallungen in unserer Rakete hier gesehen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt, dass es was man haben will. Aber ich glaube, wir haben einen guten Flugwinkel. Wir gehen noch flacher jetzt. So auf 15 Grad. Wenn wir 15 Grad erreicht, gehen wir noch voll Vollboost. Jetzt schießen das Ding so weit raus wie möglich. Es hat immer noch 1000 MS drin, das ist natürlich extrem. Gehen wir noch flacher 10, beziehungsweise gehen wir noch 5 Grad. Man sieht, wie hoch wir schon wieder ziehen. Jetzt gehen wir auf X. Einfach. Ey, ich sehe noch einen. Da unten ist die Base noch, lol. Wir sind mit Vollkaracho unterwegs. Der Booster ist immer. Der Booster ist extrem. Also, er hat echt viel Kraft. Okay, doch, 8 von den großen Triebwerken. Ne, das darf man natürlich nie unterschätzen, aber trotzdem. Wir haben mittlerweile eine ganz gute Höhe erreicht, wenn wir von der Flugbahn anschauen. Schießen wir ganz weit nach oben. Im Grunde ist der Plan jetzt schön weit raus zu slingen. Schön groß raus auch und dann zum Minmus zum Fliegen. Und dann wieder zurück mit dem Lander. Das ist wirklich der erste praktische Test sozusagen für den auch. Hier vorspulen. Wir sind natürlich gerade noch in der Atmosphäre, was es natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Aber man kann natürlich so gut vorspulen. Und schauen, dass der Orbit passt, so. Sind wir schon relativ alt, das Ding ist brutal. Klar, ich habe nur 12 FPS, aber hey, was willst du mehr? Wir schauen, dass wir auf 130 kommen.
Oh, jetzt hänger. Ah, automatisches Speichern, okay. Jetzt haben wir 30, 35, sollten wir gleich stoppen. Der Bus hat immer noch Treibstoff. What? Okay. Gut zu wissen, dass das Ding so brutal viel Treibstoff hat. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, jetzt können wir. Die Hülle kann entfernt werden. Weil ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind jetzt offiziell im Übergangsmodus zum Minmus schon, beziehungsweise zum Flug zum Minmus-Vorbereitung. Wir tun jetzt hier die Türen. Warum die Türen offen? Lol. Okay, gut zu wissen, dass ich die offen gelassen habe. Zum Glück muss es nicht unbedingt Türen öffnen. So, so, jetzt tun wir uns gerade schon mal ausrichten. Zukunft kann es hoffentlich eine Rakete, kann man das selber machen mit einer Rakete. Das ist natürlich genial. So. Das Problem muss ich natürlich immer noch lösen, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber es ist auch nicht das Größte, nennen wir es mal so. Es gibt schlimmere Sachen als die. Antenne ausfahren. Ausfahren. Und Antenne ausfahren. So. Wir sind noch weit entfernt, wie scheint. Hier vorspulen. Weil wir schleudern uns dann gleich noch auf ein bisschen höher. Wir schleudern uns auf 300.000. So, okay. Jetzt boosten wir uns schön nach oben. Schön nach oben boosten. Jetzt haben wir fast dieselbe Höhe erreicht. Lassen wir jetzt alles schön noch weiter steigen. Weil wir haben ordentlich Frosty drin. Auf die 300.000. Ein 301 Kilometer Höhe. Das ist doch schon mal eine Zahl, mit der wir arbeiten können. So. Jetzt müssen wir zumindest als Ziel setzen. Add Maneuver hier. Natürlich nicht der beste Punkt, um Manöver durchzuführen, aber besser als woanders. Ja, da war einer. Der schaut sehr kompliziert aus, aber er schaut gut aus. Wir richten uns aus und bereiten den Schub vor. Hey, besser jetzt nicht laufen können. Direkter Descent. Nice. Und vor allem, ich glaube, wir würden insgesamt zweimal am Mond vorbeifliegen. What? Ist nicht der erste hier? Jetzt bin ich gerade. No. Oh. Okay, wir können danach noch anpassen. Während des Flugs.
Hoffe ich. Alter, was machen wir für eine Drehung? What the fuck? Okay, das ist unerwartet. Aber mit 800 MS pro Sekunde rein theoretisch. Oh, wir könnten das Teil hinten remote machen. Und dockbar. Dann hätten wir mehr Flugzeug mit dem Teil. Das ist was für die Zukunft, dass wir das in den Orbit setzen mit eigenen Solarpanelen und allem drum und dran. Und dann sozusagen und noch ein bisschen größeren Booster sogar dran stecken, weil es muss ja auch umhüllt werden. Und dann hoffert es immer um den Orbit rum und dann fliegt man wieder hoch, dockt an, tankt auf danach. Und das sollte relativ cool werden, was macht das wird hier. Das könnte eine echt interessante Sache werden. So, wir haben noch Schubzeitpunkt, Schubzeit. Wir brauchen 30 Sekunden zum Schub. Hier vorspulen. Alter, die Idee ist gut. Die setze ich bis zum nächsten Mal um. Das könnt ihr mir glauben. Weil ich finde die Idee gerade echt genial. Weil dadurch haben wir was Remotes. Wir können mehrmals tanken und wir können mehrere Landungen auf Mond und Minus durchführen. Und das ist vielleicht zukünftig praktisch für andere Missionen. So, wir kommen in den Bereich, wo es schlau ist. Bist du hochzufahren? So. Eine Minute Schub, das sollte auf jeden Fall gut gehen. Ich bin immer mehr gespannt außerdem auf das neue Kerbal Space Program 2. Denn es gab schon wieder ein Video, wo sie interessante Sachen gezeigt haben, wo ich mir gedacht habe, so, oh, das wäre jetzt schon geil zu zocken. Also allein schon die Basen auf den verschiedenen Planeten zu bauen. Oh, da kriege ich so ein Kribbeln auf dem Rücken. So. Ich kann richtig Base bauen anfangen. Es rutscht nichts, es fliegt nichts. Du hast eine fixe Base am Boden. Was will man mehr? Ne? Also das wäre so Traum. So richtig Traum einfach. Aber halt Traum bleibt auch teilweise Traum, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. So. Aber wie es ausschaut, kommen wir gut dran, dass wir unseren Orbitflug machen. Hoffe ich auf jeden Fall. Anfangen zu reduzieren von der Geschwindigkeit. So, vorsichtig. Ganz vorsichtig runter. Okay, hier stimmt was nicht. Oder muss ich mehrere Beifleife machen? Aber kann bestimmt noch interessant werden. Ah, bitte komm schon, kann ich hier irgendwas an ändern? Windows fliegt denn nichts aus. Aha. Es kann länger dauern, kann es sein? Das kann länger dauern, gleich der Flug insgesamt. Oh lol, warte mal, was? Jetzt oder alles? Jetzt bin ich gespannt. 9 Tage dauert das. Alter, wie lange fliegen wir? Uff. Ich vermute gerade wieder auf Speichern. Ja. Oder es leckt einfach wie Sau. Ich weiß es auch nicht. Irgendwas berechnet der wahrscheinlich. Ich finde es gut, dass wir doch noch eine Intersection haben. Das wäre jetzt auch zu schade gewesen, wenn nicht. Oder wir werden auch noch so viel wie möglich für die Landung verwenden. Es ist schon fast perfekt. Thank you.
Ich schau mal, was kann ich in dem Manöver noch machen? Anpassen ein bisschen. So, wir können hier schon mal einiges so gering machen wie möglich. Oh, warte. Ist zu flach schon. Ah, die Flugbahn passt mir perfekt eigentlich. Also die ist echt super. Gut, Manöver ausführen. Manöverflugpunkt aktivieren. Ah, das wird noch spannend, Leute. Das wird noch spannend. So, jetzt muss ich dann nur schauen. Wie ich so gut vorspulen kann, dass ich genau diese 4 Sekunden Schub schaffe. Ein bisschen Vorsprung. Schauen wir einfach, dass wir so nah wie möglich den Schub ausführen, würde ich sagen. Was anderes kann ich eh nicht machen. Versuch so möglichst nah ranzukommen. Ich glaube, das. Schauen wir mal, wie schnell wir das ändern können. Zack. Passen die Flugbahn jetzt einfach geschwind an. Jetzt lassen wir es ganz langsam sinken. Und dann sollte das hoffentlich alles ganz gut passen. Würde ich sagen, das passt gut. Dann spulen wir noch vor, weil das lasse ich euch auf jeden Fall heute noch sehen. Unsere Ankunft, auch wenn es nur wieder Zeit zieht ohne Ende. Aber, Alter, wir haben immer noch insgesamt 3000 MS. Das ist natürlich schön. Sowas könnte man gleich, sowas könnte man zum Mars schicken, glaube ich. Sowas wäre marsfähig. Zum Landen, aber nicht zum Zurückkommen. Das ist das Problem eher. Weil wir bräuchten eine Sustainable Base erstmal am Boden. Und das wäre so, ja. Die nächste große Sache dann zu machen. So, wir fliegen mit Vollkaracho auf den Planeten zu. Wo ist Minmus? Planet ist es ja nicht, es ist ein Mond. Da ist der Mond. Hallo Mond. Wir aktivieren schon mal leicht das Triebwerk und geben dann Vollgas und fangen uns ganz schnell, um uns auf Minmus zu halten. Und wir sind in einem Stable Orbit um Minmus herum. Waren wir da unter uns, ne? Wo war Minmus? Da ist Minmus. Unser Lander ist bereit. Wir sind bereit, in der nächsten Folge zu landen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.